Ich stehe hier vor einem Bildungszentrum in Bonlanden. Hier findet das Life and Rhythm Seminar von Tenzing statt. Ich habe keine Ahnung, was Tenzing ist. Ich habe auch keine Ahnung, was Life and Rhythm ist. Aber es gibt hier ganz viele Menschen, die haben Ahnung. Wie zum Beispiel, wie heißt du? Charlie, richtig? Ja. Die Charlie zum Beispiel hat Ahnung. Hallo. Und ich nehme euch auf einen kleinen Rundgang über diesen tollen Seminartag. Und die Charlie darf euch nachher auch noch sagen, was Tenzing ist. Tschüss. Zeig mir mal kurz an, wie gut ihr den Text schon könnt, wie gut ihr damit kommt. Okay. Um 10 Uhr ging es dann erst einmal mit einer Tenzing-Time los. Hier wird gesungen, geprobt und getanzt. Ganz wichtig, der Spaß soll im Vordergrund stehen. Was dabei gesungen wird, ist eigentlich eher unwichtig. Vom Popsong bis zum Gospel ist alles dabei. Aber auch Raum für Inhaltliches wird geboten. Ja, ich habe den Entschluss gefasst, ich möchte aufhören damit ich wieder eine Beziehung zu Gott beginnen kann. Ich habe mich auch danach gesehnt. Und ja, ich habe immer mehr mit Gott gebetet und ich habe wieder zu ihm zurückgefunden. So oder so ähnlich kann also eine normale Tenzing-Stunde aussehen. Aber was ist denn Tenzing eigentlich? Ich habe mal nachgefragt. Für mich ist Tenzing Musik, Kreativität und Gemeinschaft mit anderen Leuten, die auch an Gott glauben. Ja, für mich ist es auch auf jeden Fall Gemeinschaft mit anderen Christen und total viel Spaß und einfach cool. Also Tenzing ist für mich definitiv Party, eine Menge Platz für Kreativität, Spaß, Gemeinschaft, Freundschaft. Also Tenzing ist für mich total für die Jugendliche, ganz viel Spaß, einfach total Freude am Singen und allem, was man wirklich macht. Das ist voll toll. Für mich ist Tenzing mit anderen Jugendlichen Musik machen, Party machen, Spaß haben, genau. Also für mich ist Tenzing Freunde, so die wichtigsten Menschen auf der Welt für mich und einfach Glauben. Das Ziel ist hoch. Heute für morgen jungen Menschen viel zutrauen. Erleben, wie Potenzial und Glaube wächst, damit die Welt nicht so bleibt, wie sie ist. Auf geht's zum Mittagessen. Hier werde ich Zeuge eines ganz ungewöhnlichen Rituals. Na dann, guten Appetit. Das Gulasch war auf jeden Fall sehr gut. Bauch voll, dann kann es jetzt zu einem kleinen Rundgang gehen. Überall Tenzinger. Hier wird getalkt und geworkshoppt, über Wichtiges und Skurriles nachgedacht. Überschüssige Energie abgebaut. Und wer den Kopf einmal frei bekommen möchte, kann dies in der PlayStation tun. Was ist das Life and Rhythm Seminar denn nun aber konkret? Fragen wir mal bei dessen Chef genauer nach. 150 Teilnehmer, über 60 Mitarbeiter, davon einige in der Küche, weil wir selbst kochen. Tonnen von Essen, von Materialien, an Orga-Points mit allem möglichen Material. Das Life and Rhythm Seminar ist entstanden aus dem Tenzing-Seminar. Und es ist immer noch ein Tenzing-Seminar, aber wir haben vor ungefähr 4 Jahren gesagt, hey, hier passiert so viel Wertvolles für Jugendliche im Alter zwischen 13 und 20 Jahren, dass wir das öffnen wollen für Mitarbeiter aus verschiedenen anderen Sparten, Jugendgottesdiensten, Jugendgemeinden oder egal woher, die einfach Lust haben, einmal so die Mischung zu erleben zwischen Seminar und Freizeit, sich weiterzubilden, Kompetenzen, aber auch andere Leute, Verrückte kennenzulernen, so ein bisschen Spaß zu haben. Und aber auch in die Tiefe zu gehen gemeinsam. Zusammengefasst also, ein kreativer Multikulti-Haufen mit viel Potenzial. Es ist Nachmittag geworden und an allen Ecken und Enden wird noch einmal für die große Abschlussshow geprobt. Die einen perfektionieren in der Aula ihre Tanzperformance. Die anderen stehen in der Turnhalle und geben bei der großen Generalprobe ihr Bestes.
Nach dem Abendessen, ich habe natürlich mitgetanzt, füllt sich die Halle für die Abschlussshow langsam aber sicher. Letzte Tanzschritte werden eingeprobt und die Aufregung steigt. Das, was die ganzen Tage gefehlt hat, die Aufregung kommt jetzt. Also ich bin ganz arg aufgeregt, bin gespannt, wie es wird. Und auch für mich ist es besonders, weil es meine letzte Abschlussshow als Leiter für das Live Rhythm Seminar sein wird. Es geht gerade noch, aber dann, wenn ich in der Halle stehe, dann geht's glaube ich los. Und dann endlich ist es soweit. Die große Abschlussshow beginnt. Und deshalb freuen wir uns jetzt ganz offiziell, den Abschlussabend zu eröffnen, die Abschlussshow. Viel Spaß und viel Freude. Stunden und eine kreative Abschlussshow später. Ich weiß jetzt, was Tenzing ist, ich weiß, was Life and Rhythm ist. Es ist Jugendarbeit, ganz bunt und kreativ. Bei der Abschlussshow habe ich hier ganz viele begeisterte Jugendliche gesehen, die sich was getraut haben, die auf die Bühne gegangen sind und sich selbst herausgefordert haben. Ich gehe jetzt mit vielen neuen Ohrwürmern und vielen Eindrücken nach Hause. Tschüss!